Hallo, da bin ich wieder zu Teil 3 meines Reiseberichts in Bild und Ton. Las Palmas, Gran Canaria, 4,5 Wochen vom Mitte Dezember bis Mitte Januar. Jetzt kommt ein Eindruck von der Altstadt Vegeta in Las Palmas. Man fühlt sich zurückversetzt in die Kolonialzeit. Es gibt wunderschöne alte Bauten. Modernismo ist der spanische Ausdruck für Jugendstil. Und da gibt es gerade auch im Park San Telmo einen ganz tollen Pavillon, werden wir gleich sehen. Ja, dann gibt es ein Kolumbushaus, eine Riesenkathedrale an der Plaza Santa Ana. Die Kathedrale de Santa Ana heißt sie auch. Haben wir da ein tolles Museum für moderne Kunst ganz in der Nähe von dem Platz Santa Ana. Das ist wohl auch also wirklich in Gesamtspanien wohl recht anerkannt. Da waren wir jetzt nicht drin aus Corona-Gründen. Überhaupt muss man sagen, die Vorschrift, was die Infektionseindämmung angeht, die besteht in Spanien, also jedenfalls solange wir dort waren, haben wir vor allem erlebt, dass die Masken großgeschrieben wurden. Die wurden auch vorgeschrieben im Freien. Also wir haben dann auch Kontrollen erlebt. Selbst eben in der frischen Luft, in den engen Gassen macht das auch Sinn, wenn Leute sich eng auf eng begegnen, trugen alle sehr diszipliniert die Masken. Sogar auch an der Strandpromenade, nur direkt auf dem Sand am Strand, da konnte man sie absetzen, wenn man auf seinem Handtuch saß. Aber ansonsten wirklich überall, auch in den Restaurants draußen, erstmal Maske und es wurde auch der Impfstatus kontrolliert. Also das wurde ernst genommen, weil in der Zeit, als wir vor Ort waren, ist leider auch die Inzidenz wieder riesig gestiegen. Also wirklich ein Sprung auf über 1000 leider. Also Vegeta, wir sind dort mit dem Bus, dem gelben Bus, die Nummer 12 ist da, die einschlägige Linie gefahren von Santa Catalina, vom Parque Santa Catalina bis zum Theater Galdós. Da kann man dann gut aussteigen, um dann seinen Weg über die Calle Tiana zu starten Richtung Park San Telmo. Das ist eigentlich so eine bewährte Route und dann kann man so einen Bogen schlagen wieder zurück. Es ist alles fußläufig gut erreichbar und dieser Bus, da gibt es also in Santa Catalina einen großen Busbahnhof und da sieht man gleich, wie ich dann die Rolltreppe runterfahre und es gibt einen ganz lustigen optischen Effekt. Da gibt es auch sehr hilfreiches Personal an den Schaltern, die auch sehr gerne erklären, wie das geht mit den unterschiedlichen Buslinien. Und wir haben dann auch erfahren, dass es eine sogenannte, so eine Art Zehnerkarte gibt. Da hat man so eine Tacheta, so eine Karte. Da werden 10 Fahrten draufgeladen und man spart doch sehr, sehr deutlich gegenüber Einzelfahrscheinen, wenn man die im Bus kauft. Dann lasse ich jetzt einfach mal weiter die Bilder für sich sprechen. Viel Spaß! Wir sind jetzt in der Calle Tirana, das ist in der Altstadt von Las Palmas. Diese große Stadt auf Gran Canaria zieht sich eine ganze Strecke. Von Cantenas aus sind wir mit dem Bus Nummer 1 und nee, mit dem Bus Nummer 12 gefahren, aber die Nummer 1 fährt auch hierher in die Altstadt. Ja, man fährt bestimmt so 10 Minuten mit einer halsbrecherischen Fahrt im Bus und landet dann schließlich an einem Markt. Da steigt man am besten aus. Hier sieht man auch die schöne Weihnachtsdeko. Es ist hier auch im Hintergrund Straßenmusik zu hören. Und viele, viele Geschäfte säumen diesen Weg. Es ist so, dass die Geschäftsleute vor einiger Zeit durchgesetzt haben, dass dies eine Fußgängerzone wird. Da fuhren früher auch mal Autos hier entlang. Das ist angenehm, dass man hier nicht gestört wird. Ich habe mich eben getäuscht, natürlich nicht Tirana, das liegt ja in Albanien bekanntlich. Nein, nein, Tiana, sorry. Krippenspiel im Parque San Telmo. Es geht hier einmal rund, sehr aufwendig aufgebaut. Sehr liebevoll gemacht. Sogar mit beweglichen Elementen, wollte ich sagen. Da, was haben wir denn da? Ist da das Christuskind? Nee. So ein tolles Jugendstilgebäude im Parque San Telmo.
in Tijana in der Altstadt von Las Palmas. Wirklich toll. Im Moment ist der Kiosko geschlossen, aber er ist trotzdem sehenswert, auch von außen. Juhu! Ja, hier sieht man nochmal den Park. Eine kleine Oase inmitten des brodelnden Verkehrs. Wirklich toll. So ein schönes Jugendstilhaus. Leider cerrado, geschlossen.